Wir sind zurück zum zweiten Durchgang in Duisburg-Uerdingen gegen Haching. Erster Spieltag der dritten Liga. Sonntagsspiel, 14 Uhr mittlerweile. Es ist unglaublich warm. Aber das Spiel zeigt das Ganze bedingt. Es war sehr attraktiv, sehr offensiv geführt. Beide Mannschaften haben die Torchancen gesucht. Und ja, so sieht man es dem Spiel nicht wirklich an, dass hier an die 30 Grad auch im Stadion sind. Auch hier in Duisburg. Extreme Bedingungen. Frühestes Spiel war um 13 Uhr. Das ist dann doch schon sehr arg am Mittag. Königshofer vor Beister, einmal verschätzt. Hachings Torwart bei einer Flanke für Manuel Konrad. Ansonsten aber noch keine großen Aufgaben. Genauso Vollert, einmal überwunden von Stahl. Hein kann sich durchsetzen. Porat! Zweite Chance für Porat. Aber die nächste Möglichkeit für die Spielvereinigung Unterhaching durch Porat, ausgebildet beim HSV. Grätsche kommt zu spät. Riesenglück für Uerdingen, für René Vollert, dass das gut ging. Es gibt Eckstoß für die Vorstädter. Für Welsmüller. Schöner Eckstoß. Gefährlich. Greger kommt fast dran. Großkreuz. Defensiv gefordert. Aussetzer. Greger. Abgelegt. Und nochmal die Chance. Der Ball ist drin. 2-0. Unterhaching müsste wieder Stahl gewesen sein. Mit dem Tor für die Gäste, Aussetzer von Großkreuz gegen Greger, dann nochmal abgelegt, erster Ball gehalten von Vollert, nochmal nachgesetzt, diesmal mit links. Und es ist das Tor für die Spielvereinigung Unterhaching, die hier richtig gut startet. Dominik Stahl, zweites Tor nach dem Kopfball in der ersten Halbzeit, und Uerdingen ein wenig geerdet, nachdem man doch von vielen sehr stark eingeschätzt wurde. Klar, erster Spieltag, aber die Ziele waren andere. Beister, Konrad und Daube. Das finde ich wirklich stark bei den Uerdingern. Der Abschluss wird gesucht, der Ball wird schnell nach vorne gespielt. Es ist wirklich attraktiv, was Krämer spielen lässt mit seiner Mannschaft. Bei 0-2 natürlich auch wichtig, aber wie gefährlich sie sein können, das kann man sich denken, wenn man die Aufstellung betrachtet. Dass bei 4, 5, 9 vorne auch noch nicht alles stimmen kann, das ist auch klar. Fakt ist aber auch, Großkreuz-Ballverlust darf niemals passieren. Nach einem eigentlich verteidigten Eckball gegen Greger. So, Porat geht ohne Tor, aber mit einigen entscheidenden Aktionen. Es kommt Jim Patrick Müller, der damals in den Aufstiegsspielen vor gut einem Jahr gegen Elversberg die Tore im Hinspiel gemacht hat, damit den guten Start gelegt zu Hause im Sportpark gegen Elversberg. Am Ende war es ein relativ klarer Aufstieg dank des 3-0 Hinspielergebnisses für die Hachinger. Ähnlich ja auch das Spiel der Uerdinger.
die nach Lotte und Meppen zum dritten Mal Mannheims Hoffnung auf die dritte Liga beendet haben. Bitthoff. So, kommt da noch was? Das ist die Frage, die so ein bisschen hier im Stadion zu spüren ist. Kommt da jetzt was bei diesem Ergebnis? Können sie doch eigentlich nur noch nach vorne spielen. Daube. Daube geht vorbei, aber schafft es nicht, den letzten Spieler zu umkurven. Dorda, Schorch. Konrad. Konrad. Festgedribbelt. In der Verteidigung. Königshofer wählt den sicheren Weg. Einwurf Großkreuz. Schwabbel, wenig zu sehen vom Rückkehrer von Schwabbel. Kiyomizoglu. Ballgewinnereigner. Und jetzt wir mal rum. Konrad links, Beister, Fahne oben. Fahne oben gegen Beister. Schauen wir hin, wie knapp es war. Maximilian Beister. Doch deutlich im Abseits. Kann er selber sehen, wenn er den Gegenspieler sieht. Erster Wechsel bei den Gastgebern. Aigner geht und Robin Binder kommt. Mittelfeldwechsel. Binder für Beister. Immer wieder die Flanken, aber inzwischen ist Königshofer sicherer geworden nach ein, zwei Patzern in der ersten Halbzeit. Bei diesen Flanken für Beister meist. Schwabel. Igalke. Und Hufnagel. Bitthoff.
Fehlpass. Oder eher ungenaue Annahme von Binder. 10 Minuten bleiben hier in Duisburg beim Ligaauftakt für Uerdingen und Unterhaching. Es wäre ein richtig guter Start für das Team aus der Vorstadt, aus Unterhaching. Es steht diese Saison ja auch das große Derby an gegen 1860, das man im letzten Jahr verpasst hat. Aufgrund des doppelten Abstieges der Löwen. Jetzt ist es soweit in einigen Wochen mit dem großen Spiel. Uerdingen zwar ohne Nachbarschaftsduell, nicht gegen Duisburg oder einen der anderen vom Rhein, aber doch einige spannende Westduelle, die wir erwarten. Und dazu eben auch viele Jahre Bundesliga, die zwar mit der Mannschaft jetzt nichts zu tun haben, aber doch eine gewisse Attraktivität ausstrahlen. Diese großen Jahre, die Uerdingen erlebt hat. Und jetzt ist die Mitte offen. Konrad, raus zu Meister. Gibt es zumindest noch das Tor, das Hoffnung macht? Dorda, Konrad! Und der Ball draußen. Es gibt Abstoß, meine ich, für Lukas Königshofer. Super gehalten. Den Kopfball gegen Konrad. Wieder durchgesetzt. Klasse. Den Ball noch erreicht. Und sogar Abstoß für den Torwart. Alles richtig gemacht von Königshofer. 4 Minuten bleiben hier in Duisburg. 4 Minuten fehlen den Gästen zum ersten Sieg. Bigalke. Schorch grätscht. Bigalke kann sich trotzdem noch durchsetzen und holt den Eckstoß. Stark gemacht von Bigalke gegen Schorch. Vollert. Sicher dran. René Vollert. Lang nach vorne für Konrad. Den kann man mit Kopfwellen suchen. Aber diesmal geht's schief. Guillaume Ozoko. Nachspielzeit, 3 Minuten angezeigt, dass Uerdingen den Punkt nicht holt, das denke ich steht doch relativ fest, aber die Chance ist zumindest noch da, vielleicht sogar das Tor noch zu machen. Haching ein bisschen konfus verteidigt, Greger, jetzt haben sie es zumindest mal etwas kontrollieren können, Ball rausgeschlagen, Einwurf Großkreuz, vielleicht die letzte Aktion, die letzte Chance für Uerdingen mit einem Tor zu starten. Und es gibt immerhin noch Eckstoß für den Gastgeber. Haching wird dieses Spiel gewinnen, wird hier 3 Punkte mitnehmen aus Duisburg gegen einen erweiterten Favoriten, der sehr schwer einzuschätzen ist, die Krefelder Mannschaft. Aber gelingt zumindest noch das Tor. Großkreuz, dicht vors Tor, Königshofer hält ihn fest, hält den Eckstoß fest. Vollert war draußen. Und jetzt gibt's Freistoß für Uerdingen. Offensivfoul von Hein. Letzter Ball, der nach vorne geschlagen werden kann. Nicht Vollert, sondern Müller wird den Ball noch einmal lang hineinschlagen. Noch einmal versuchen, die Offensive zu finden. Großkreuz! Fast Kevin Großkreuz gegen Königshofer, der aber auch jeden Ball abwehren kann, der aufs Tor kommt. Vollert macht sich wieder auf den Weg. Immer noch nicht Schluss. Auch den Eckstoß lässt Schiedsrichter Kemp da noch laufen. Und nochmal Kevin Großkreuz.
Und jetzt ist Schluss beim Auftakt Uerdingen gegen Haching. 2:0 für die Gäste aus der Münchner Vorstadt. Beide Tore durch Stahl. Gelungener Auftakt in dieser Spielzeit für die Gäste. Für Uerdingen hingegen, ja, ein bisschen der Dämpfer nach den großen, nach der großen Euphorie, nach der Vorfreude auf diese dritte Liga. Es wird sich zeigen, ob die Offensive mit vielen großen Spielern, die viel Zweitliga-Bundesliga-Erfahrung haben, ob diese Offensive sich finden wird. Heute war es bedingt gefährlich. Es gab immer wieder Chancen, aber auch ein guter Haringer Torwart hat diese meistens abgewehrt. Lukas Königshofer, gelungener Start für ihn in die Spielzeit. Und Uerdingen muss nächste Woche die nächsten Anlauf starten auf die ersten Punkte. Und vielleicht werden wir dann allmählich einschätzen können, wie stark diese Mannschaft wirklich ist, welche Verstärkungen es vielleicht noch gibt. Es geht gleich gegen den nächsten aus dem bayerischen Verband, aus Franken. Es geht nach Würzburg für Uerdingen. Das ist das erste Auswärtsspiel. Haching hat sein erstes Heimspiel gegen Aalen. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Auftakt, mit der großen Rückkehr des KFC Uerdingen in den Profifußball hier in Duisburg. Wir sagen Tschüss und wünschen ein schönes Restwochenende an diesem Sonntag. Morgen Abend das erste Montagsspiel, Lotte gegen Meppen. Ein West-Nordwest-Duell. Wir sagen Tschüss, viele Grüße aus Duisburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Duisburg.